Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 3. Mai, hier bei Gottmod TV. Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Auftakt in den Dienstag. Der Mai ist noch recht frisch und die australische Notenbank, die Reserve Bank of Australia, hat hier gleich mal am Morgen überrascht und der interessierte, aufmerksame Zuschauer wird es schon verfolgt haben. Der Australdollar hier deutlich unter Druck, deutlich unter Abgabedruck und auf der Gegenseite hier der Euro gegenüber dem Australdollar. Auch weil der Euro sehr stark daherkommt und noch zusätzliche Impulse jetzt vom Australdollar bekommen hat, hier ganz klar auf der Siegerseite unterwegs. Also hier wirklich strong momentum und das liegt in der Tatsache, dass die australische Notenbank eben hier den Leitzins von 2% auf 1,75 um 25 Basispunkte abgesenkt hat und das war durchaus eine Überraschung. Eher noch hätte man hier Neuseeland war da Zinssenkungen zugetraut, die auch durchaus wahrscheinlich noch kommen dürften. Letztlich hier natürlich zinsschwache Perspektiven und auch natürlich die Zinssenkung selbst natürlich ein negativer Bias für die Währung aus dem ozeanischen Raum, die ja auch neben dem Australdollar und dem Neuseeland-Dollar eben beide hier noch einen relativ hohen Zinssatz genießen im Vergleich zum restlichen Blickpunkt der westlichen Welt. Da muss man ja sagen, da sind die Zinssätze hier ja noch in Anführungszeichen mit 1,75% aktuell in Australien hier durchaus noch sehr hoch. Nichtsdestotrotz gab es hier trotzdem erstmal einen Tiefschlag, weil natürlich eine Aussicht dessen, dass hier die Zinsen sogar noch weiter gesenkt werden könnten als erwartet. Wie gesagt, heute war es eine Überraschung. Das heißt also, dass es noch nicht das Ende gewesen sein muss. Insofern muss man hier wirklich abwarten, was der Tag da noch bringt, beziehungsweise der Tag ist ja schon hiermit eingeleitet worden, vielmehr was die nächsten Zeiten bringen. Faktisch, und da müssen wir auf dem Australdollar direkt mal hier das große Bild anschauen, ist hier natürlich auch bedingt dadurch, dass der US-Dollar hier natürlich einen positiven Bias erfuhr, insbesondere hier seit 2014 mit den Ansagen einer Leitzinsanhebung, die ja letztes Jahr im Dezember in den USA stattfand, hier massiv eingebrochen, ähnlich wie Euro, US-Dollar und andere US-Dollar-Pairs. Der US-Dollar also hier mit Stärke unterwegs und das Ganze hat sich aber hier seit Anfang des Jahres ein Stück weit relativiert. Der Australdollar hier mit einem neuen Mehrjahrestief, aber weiterer Abwärtsdruck folgte da nicht und im Zuge des hausierenden Goldpreises, der Stabilisierung der Rohstoffe, Australien ja auch als Rohstoffwährung bekannt, gab es hier doch eine relativ anständige Erholung. Relativ gesehen, weil sie hätte durchaus dynamischer ausfallen können. Hier mutmaßte man wohl schon, dass es ein Stück weit kritischer sein könnte, noch mit der Perspektive, denn Australien ja auch sehr abhängig hier von China. Letztlich aber die Situation, dass es hier einen Ausbruchsversuch mehrfach sogar schon gab, hier über das Level von 0,7625 rund anzusteigen, hier der Widerstandsbereich aus 2015, zumindest damals hier eine Unterstützung gewesen, jetzt hier ganz klar fungiert als Widerstand und dieses Level hat Australdollar hier mehrfach versucht zu überwinden. Letztlich tat es in der Vorwoche hier den Anschein, dass es, oder in der Vorvorwoche, dass es funktionieren könnte. Mit der Vorwoche, mit der Schwäche gab es hier schon eine gewisse Relation und heute hier mit der aktuellen Wochenkerze sieht das sogar ein Stück weit bärischer aus. Dennoch, das sieht auch schon das geübte Auge einfach so, haben wir hier noch einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls, den wir hier im Tageschart nochmal ein Stück weit untermauern können. Das heißt, die Aufwärtstendenzen sind hier grob gegeben und wenn wir uns aus dem Chart mal noch mal ein Stück im Tageschart rauszoomen, haben wir hier bei 0,7590. Da sind wir heute Morgen schon reingelaufen und auch Ende der letzten Woche hier eine Supportzone, die gegebenenfalls, wenn sie denn hält, wenn der Schock hier verdaut wird und wir wissen, dass der US-Dollar-Index hier massiv in Schieflage geraten ist, es also hier durchaus eine US-Dollar-Schwäche am Horizont gibt, es hier mehr oder weniger sich durchaus ein Stück weit aufheben könnte, dass der heutige Spike sich hier vielmehr als eine mögliche spekulative Einstiegschance darstellen könnte. Dazu gilt es aber, das Level von 0,7590 zu verteidigen. Ergo heißt, wenn das Währungspaar sich hier stabilisiert, sind durchaus Chancen gegeben, dass wir trotz der Leitzinssenkung hier nach oben ziehen können. Denn wir sehen auch von den Tagestief ist der Australdollar schon wieder anständig zurückgekommen. Faktisch, ob wir hier drauf achten, wenn wir unter 0,75 gehen, haben wir wohl hier das nächste Verkaufssignal und dann wären wir hier auch relativ schnell bei 0,74 und gegebenenfalls dann sogar noch tiefer. Also wenn der BS hier doch wieder die Schwäche einkehrt, dann muss man hier ganz klar die Zeichen der Zeit erkennen und dann wohl von einer weiteren Schwäche ausgehen. Ansonsten hier oberhalb von 0,7590, 0,76 durchaus Chancen hier das letzte Hoch im Bereich 0,7820 anzugreifen, Schrägstrich hier bis zum Widerstand bei 0,79 anzusteigen. Also trotz des negativen Bildes und Leitzinssenkungen sind natürlich nicht positiv für das Kapital generell, sieht es eigentlich jetzt noch relativ konstruktiv aus.
Also das Bild ist angeschlagen, auch wegen dem Bias der Notenbank. Vorsicht, Vorsicht, aber über 0,7590 kann hier durchaus noch was auf der Oberseite theoretisch geschehen. Die Saisonalität zeigt hingegen eher nach unten. Das heißt, wenn wir hier neues Tiefs machen, dann haben wir hier den Rückenwind von der Saisonalität, dass es wohl dann auch weiter neben dem technischen Verkaufssignal auch saisonal bedingt weiter nach unten gehen dürfte. Das muss man wissen, im Hinterkopf haben. Und insofern Australdollar heute hier zumindest eben mit einer relativen Schieflage, aber dem Versuch einer Stabilisierung. Schauen wir uns mal den Euro gegenüber dem Australdollar an, der eben auch interessant herkam. Den hatten wir im letzten Devisenradar-Webinar unter die Lupe genommen. Und da hatten wir auch hier diesen Ausbruch unter diese Unterstützung 147,35 vielmehr, dieser Bereich hier. Da gab es, wie gesagt, den Ausbruch Mitte April. Eigentlich ein taktisches Verkaufssignal, die Annahme hier weitere Schwäche zu vollziehen. Doch dann der Euro hier natürlich mit einem klaren Reversal. Der Australdollar im Gegenzug schwach und hier das Crossrate Euro-Australdollar entsprechend daran partizipiert. Mit der Erholungskerze schon in der letzten Woche, da waren wir hier noch im Bereich 1,48, 1,49, war schon die Annahme die, dass es wohl hier weiter nach oben gehen könnte, rein technisch. Das wurde jetzt auch bestätigt und es scheint auch so, als würde der Euro gegenüber dem Australdollar weiterhin einen positiven Bias genießen, weil eben auch Euro-Australdollar sich hier versucht über der 1,75, wir sind mittlerweile bei 1,75, 1,15, wir sind mittlerweile bei fast 1,16. Der Ausbruch über 1,1490 ist vollzogen. Das heißt, hier deutet sich eine weitere Aufwertung an und das könnte den Australdollar hier gegenüber dem Euro weiter schwächen, ergo Euro-Australdollar weiter zu einer Aufwertung führen. Wenn es Rücksetzer gibt, die scheinen mir hier Kaufgelegenheiten zu sein, denn der grundsätzliche Bias für mein Dafürhalten heißt hier ganz klar, den Euro zu präferieren. Wenn der Australdollar in die Gänge kommt, dann sicherlich nicht so stark wie der Euro derzeit und insofern hier mal die Beschau auf diese beiden Währungspaare, einmal Major Pair Australdollar US-Dollar und andererseits das Crossrate Euro Australdollar, die beide, wenn es denn so sein soll, hier nach oben weisen, der Euro trotzdem outperformen dürfte gegenüber dem Australdollar. Sollte natürlich der Australdollar den Weg gegen Süden antreten, dann haben wir hier natürlich noch einen doppelten Beschleunigungseffekt und insofern der Euro Australdollar hier weiter in einem bullischen Bias. Also ganz interessante Ausgangslage. Das wäre es für heute in aller Kürze und Würze gewesen, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein. Ich sage erstmal danke fürs heutige Dabeisein. Wünsche Ihnen viel Erfolg an den Märkten. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.